Wasserrugby ist eigentlich ein besonderer Sport für mich. Ich kann mich in alle Dimensionen, in alle Richtungen bewegen. Das Wasser spürt man eigentlich nicht. Und das Besondere ist auch, dass die Luft immer weniger wird. Und ein Teil der Taktik ist dann einfach zu warten, bis dem Gegner auch die Luft ausbleibt. Und einem selber natürlich auch. Und irgendwann muss man den Ball dann ans Team weiterspielen. Und dieses Bewegen im Wasser, das hat sehr früh meine Person eigentlich geprägt. Und damit, mit dieser leichten Bewegung unter Wasser, habe ich dann auch sehr einfach das Leben im Wasser kennenlernen können. Die Tiere und überhaupt die Welt. Die eigentümliche Bewegung unter Wasser erscheint leicht und schwebend, ist in Wirklichkeit aber eine Notwendigkeit, um Energie zu sparen. Die Moräne zeigt es vor. Der Widerstand des Wassers wird von der Moräne durch anmutige Bewegung mühelos überwunden.